So Leute, wir sind auf dem Weg zur Gamescom. Ich habe euch mal auf die Spielemesse mitgenommen. Das hier ist jetzt die Gamescom. Stopp. Ich weiß, Karten-Nerds wie ich auf der Gamescom, ganz komisch. Ich muss dabei sagen, ich habe früher auch mal League of Legends und andere PC-Spiele gespielt. Tue ich bis heute. Und dementsprechend gucken wir uns das mal an. Denn für mich ganz wichtig, Blackfire hat einen riesengroßen Kartenstand, also einen riesengroßen TCG-Stand aufgebaut. Magic, One Piece und andere Kartenspiele werden da sein. Und die werde ich mir natürlich mal anschauen. Gerade der Magic, der Wizard of the Coast Stand, den will ich auf jeden Fall sehen auf der Gamescom. Das letzte Mal war 2018, der war mittelmäßig, aber er war da. Und ja, ansonsten Mindbug. Die Leute von Mindbug haben uns eingeladen, mal ihrem Stand vorbeizuschauen. Das wollen wir auf jeden Fall mal machen. Und wir gucken dann mal rein, was so da abgeht.
Wir haben die erste Halle geschafft. Die zweite wird gerade richtig laut und ich weiß nicht warum. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, weil es wirklich, wirklich laut wird. Aber wir gucken uns mal die zweite Halle an. Das erklärt, warum es so laut ist. Da vorne ist eine Liveband. Stand und ich habe mir einmal den Tim an die Seite geholt. Tim, du bist ja nicht ganz unbekannt mit Lokana. Erklär mal kurz, wer du bist, was du machst. Also ich bin Game Dev Manager für Disney Lokana und ja, arbeite an all dem, was man hier am Stand sieht. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Genau, ich habe mir den Tim reingeholt, auch auf Empfehlung von Keep Seven bzw. Bianca. Grüße gehen raus. Und ja, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt hier wieder einen Riesenstand. Ihr hattet letztes Jahr auf der Gamescom einen Riesenstand. Ihr hattet ja auf der Spielemesse immens Riesenstand. Ihr klappert ja wirklich alles ab. Gibt es immer noch Leute, die Lokana nicht kennen? Absolut. Was? Also wir haben hier wirklich, wir fragen immer, hey, hast du schon mal Lokana gespielt? Ja. Die meiste Antwort, so 80%, ist nein. Dann fragen wir, hast du denn schon mal ein TCG gespielt? Und auch da sind so 40% nein. Also es sind wirklich viele, viele Leute, die hierher kommen, die Lokana lernen. Mhm. Und deswegen macht es für uns auch Sinn, auf diese Events zu gehen, den Leuten die Möglichkeit zu bieten, dieses tolle Hobby anzufangen. Und ja, deswegen sind wir auch wieder in Essen und haben auch wieder einen Stand am Start. Sehr cool. Das heißt, in Essen komme ich auch wieder vorbei zum Zocken. Finde ich sehr cool. Gerade auch dieses, dass es Leute reinholt, die nicht im TCG sind, die nicht irgendwie mit dieser Welt irgendwie von Magic, Yu-Gi-Oh! Oder irgendwelchen anderen Formaten kommen, sondern wirklich neu einsteigen. Das ist auch etwas, was ich auch sehr viel erlebt habe und auch sehr viel mit Leuten auch schon darüber geredet habe, wie wundervoll die das einfach finden, dass sie halt mit ihren teilweise jungen, teilweise immer noch Helden oder auch mit ihren Kindern und so weiter das alles spielen können. Und ja, deswegen auch an dieser Stelle einmal vor Kamera vielen, vielen, vielen Dank für alles. Das ist wirklich das, was ihr hier geschaffen habt, ist für ganz viele Leute was ganz, ganz Großartiges. Deshalb. Dankeschön. Sehr, sehr für gerne. Für uns ist es genauso. Also wir sind ja auch Riesenfans und ja, deswegen ist das eben alles schon zu gesehen. Sehen. Ich habe es gerade eben schon gesehen. Du bist mal durchgehend hier am Zocken. Ja. Finde ich mega cool. Weil das trifft man sonst nicht. Du triffst sonst nicht irgendwelche Game Devs, die halt irgendwie auch am Stand sind und mit den Leuten spielen und quatschen und sonst was. Sondern das sind dann irgendwelche Leute, die dann hinten in Halle, ich weiß gar nicht, was die Businesshalle gerade ist, einfach nur rumsitzen und einfach, keine Ahnung, Tee mit irgendwelchen Leuten trinken. Das finde ich mega cool. Man merkt die Liebe, man spürt das wirklich. Deswegen sehr, sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns in Essen dann wieder. Alles klar, wir sehen uns in Essen. Ja. Also wirklich nur die beiden, das ist dann gedacht als Synergie und sprich, die sind auch so aufgebaut, dass du im Endeffekt schön die Balance hast zwischen beiden Heroes mit Blitz und mit Earth und im Endeffekt die Stufe rauf von, wie sagt man so schön, von den Iridecks an. Okay, see. Genau. Und gibt es drüben im Shop eh auch. Und aber sind die dann in einem Bundle zusammen oder was? Genau, nein, die sind jeweils einzeln. Also da jeweils einzeln. Sarah und Aurora. Und jeweils ein 10er gerade damals. Ja, im Endeffekt sind dies die slightly more advanced und schon voller Boss State. Also besser als die hier. Die Arrows sind entwickelt, was das Problem mit der Arrow ist, du zockst immer gleich gegen gleich. Ja, ja, ja. Und das wird irgendwie zart. Und die sind halt aufgelegt von, dass du schon viel machst und dass du voll Boss State hast. Und dann geht das schon zu gut.
schade an der Gamescom. Wir haben hier extrem coole Aufmachungen. Wirklich, das Geld drin ohne Ende. Coole Cosplays, Leute, die mit Ritterrüstung rumlaufen und wirklich coole Sachen machen und zeigen wir hier. Aber man sieht halt leider genau gar nichts von dem Spiel. Also das Spiel ist einfach non-existent, weil es hinten in so einer Kackbox ist. Also nicht mal ein Monitor oder so, irgendwas, was es irgendwas zeigt. Ich habe von diesem Spiel keine Ahnung. Ich habe eine großartige Erfahrung, wenn ich es mir anschaue. Es ist ganz großartig, damit irgendwie zu interagieren, sich diese ganze Location anzuschauen. Aber wenn ich da vorne sehe, Fastlane, 2 Stunden Wartezeit, worauf? Was soll ich da drin sehen? Es wird mir kein Hin gegeben, gar nichts. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde, was ich sehr viel auf dieser Gamescom erlebt habe. Es hat hier tatsächlich weniger Shots seht, sondern eher Sachen, die wir irgendwo in der Cosplay-Area oder in der Market-Area aufgenommen haben, statt hier. Jetzt geht's gleich nach Hause, ins Bett. Ich bin ziemlich im Arsch. Ja, Gamescom war überraschend cool tatsächlich. Also normalerweise hatte ich jetzt nicht so viel Bock auf die Gamescom, bin ich ehrlich. Aber es war sehr, sehr cool. Wir sind viel in den Indie-Hallen rumgelaufen, viel in der An- und Verkauf- und Boardgame- und Trading-Card-Game-Area. Das waren halt 3 oder 4 Hallen insgesamt. Also da, alleine das hätte schon eine eigene Convention sein können. Nur für Trading Card Games. Also das könnte man wirklich machen, glaube ich. So Trading Card Games und Anime-Verkauf, das alleine würde ja schon eine komplette Halle füllen, mehrere Hallen füllen. Das wäre schon crazy. War ganz cool. Also wir waren bei One Piece, da haben wir Minakix gesehen. Wir waren bei Flesh and Blood, immer noch ein sehr, sehr cooles Spiel meiner Meinung nach und macht ganz, ganz, ganz viel richtig, was Wizards of the Coast immer noch falsch macht. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich da um eine Uhrzeit auch da bin. Der Stand war ganz cool, aber man hat einfach gemerkt, da ist nicht wirklich irgendwie gefühlt Liebe dahinter gewesen. Es war niemand da, der irgendwie mit WotC zu tun hat. Es waren sehr viele Blackfire-Angestellte oder Leute, die halt das Spiel irgendwie erklärt haben. Es war niemand von Wizards of the Coast da, zumindest heute nicht, am Sonntag. Ich weiß nicht, wie es an den anderen Tagen war. Und das fand ich ein bisschen schade. Das war bei den anderen besseren, weil zum Beispiel Locana, mega Stand bei Locana, crazy gut. Wie immer, super aufgebaut.
war halt auch noch 2-3 Podcasts, die ganze Zeit da waren. Also ein Podcast, der die ganze Zeit da war. Die hatten andauernd Halligalli mit irgendwelchen YouTubern, irgendwelchen Influencern und sonst was, dass halt die ganze Zeit gemanagt wurden, die ganze Zeit eine eigene Booth dafür da war, um die sich anzustellen. Künstler, die dann unter Unterschriften gemacht haben und so weiter. Also es war halt, Locana hat crazy aufgesetzt. Natürlich, wie gesagt, ihr habt es ja im Video schon gesehen. Ich habe dann auch noch Tim Schilder vor die Kamera bekommen. Und das war halt bei Wizard zum Beispiel nicht möglich. Bei One Piece hätte ich es noch hingekriegt, aber da hat es zeitlich leider nicht gepasst. Und mit einem der Head-Leute von Flesh and Blood habe ich mich auch unterhalten, der Lute Klaus. Und das seht ihr im Video. Das war halt echt cool, aber irgendwie war bei Wizards Sonntag irgendwie niemand. Das war sehr schade, weil es halt eigentlich gezeigt hat, dass das größte Spiel gleichzeitig auch irgendwie am schwächsten vertreten war. Fand ich ein bisschen doof. Ansonsten, wir waren jetzt halt sehr viel in den Underdog-Hallen. Wir waren dann noch bei Rocket Beans und haben uns die Nerd-Quiz-Show live angeguckt in Halle 9. Wir waren kurz in Halle 10, Halle 8. Also Halle 10 waren wir sehr lange beim Indie-Games. Da war ja auch Mindbug. Wir waren noch kurz Halle 8 und haben uns ein paar andere Sachen angeschaut. Es war eigentlich ganz cool. Und es war tatsächlich, weil Sonntag war auch nicht so voll. Es waren natürlich viele Kinder da, aber es war sehr angenehm. Von der Fülle her. Ich hätte es sehr viel mehr Massen gerechnet oder so. Und das war gar nicht der Fall. Es war deshalb sehr angenehm und sehr, sehr cool. Dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank an die Leute von Mindbug. Da bin ich drauf gespannt, was daraus noch wird. Das Online-Spiel sieht richtig gut aus. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gespielt gegen die AI-Arena. KI-Arena, AI-Arena. Je nachdem, wie ob ihr Englisch oder Deutsch einstellt. Und das war wirklich, wirklich knackig. Also man musste da so ein Match gewinnen und das Match war... Und das war Level 3 von 10. Und ich dachte so, da, die KI hat einiges am Kasten. Die hat richtig Ahnung, was sie da tut. Und das war schon sehr, sehr cool. Also da muss ich sagen, Mindbug, das Spiel macht mega Spaß. In Paper und sonst was. Und auf der App. Ich bin halt gespannt, wenn es rauskommt. Aktuell bin ich noch im Beta-Test. Und mal gucken, wie es ist. Nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank an Leute von Mindbug, dass ich vorbeikommen durfte. Und alle anderen, die mich begrüßt haben, die mich angesprochen haben. Ich wurde auch bei den Rocket Beans erkannt und angesprochen, wo gesagt wurde, hey, du bist doch hier, der Mensch von meinem DG Black Set. Ich so, ja, hey, cool, hi, danke. Und ansonsten, mit denen ich geredet habe, sehr, sehr viele Kontakte mal wieder, die da waren. Sehr viele coole, auch kleinere Firmen, die da waren, mit denen man halt einfach dann Kontakte knüpfen kann. Deswegen sehr, sehr cool. Gamescom für Kartenspiel-Nerds. Lohnt sich. Das finde ich crazy, weil ich nicht daran gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, so eine Mini-Halle und dann passt das irgendwie und dann sind wir 2 Stunden da durch. Aber wir sind jetzt wirklich fast 12 Stunden unterwegs gewesen. Die Beine tun knatte weh, ich gehe nur noch ins Bett, morgen früh ist arbeiten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Vielen, vielen Dank an meine Patrons. Ihr unterstützt mich gerade sehr, sehr, sehr stark. Ja, ich habe sehr viele gerade im 3-Euro-Tier. Gerade ist auch wieder ein Thalia Plus Tier-Slot frei. Also einer der höchsten Tier-Slots, wo ja auch jedes Mal, ich glaube, letzten paar Mal gab es zum Beispiel Stoneforge Mystics und sowas dabei, die ihr dann unterschrieben von mir zugeschickt bekommt. Wenn das was für euch ist, so wie bei diesen coolen Menschen, die ihr jetzt gerade im Bild seht, dann schaut doch mal nach. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen, monatlich. Das hilft mir, gerade bei sowas wie den Vlogs, gerade bei sowas wie allem drumherum, weil ja, ich wurde eingeladen, aber trotzdem kostet es Essen, Trinken, In- und Rückfahrt und so weiter und so fort. Und deshalb vielen, vielen Dank an meine Patrons, wenn ihr das nicht könnt oder wollt. Wie gesagt, Daumen nach oben, liken, anderen Leuten zeigen, dass man auch als Kartenspieler mittlerweile auf die Gamescom kommen kann, gehen sollte und dort sehr, sehr viele coole Sachen erleben kann. Dementsprechend hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.